So, herzlich willkommen zurück zu Total War Warhammer 3 in einer neuen Folge. Und wir starten direkt mal richtig gut, denn wir sind aktuell im Land der Seuchen. Leider. Und gehen erstmal hier hin. Großer Baum. Ah, okay, das... Eure Armee leidet unter den furchtbaren Umständen, in denen sie sich... Ja, ich weiß, was Verschleiß ist. Okay. Das heißt, ich will... im Prinzip suchen. Verschleiß ist zum Glück noch nicht so schlimm. Komme ich da nächste Runde dran? Ja, da komme ich nächste Runde dran. Hau ich da einmal drauf, dann hau ich die Armee weg und gehe hier hin. Beziehungsweise, ich glaube, das hier oben wird mir sogar angezeigt. Das ist wahrscheinlich eher, weil hier unten könnte ich mich nochmal voll heilen. Das könnte auch nicht schlecht sein. So. Und ansonsten müssen wir hier... Wups. So. Dann müssen wir aber auch ansonsten weitermachen. Wir sind dabei, Reikland Cities zu schenken. Damit Reikland im Stärkerang aufsteigt. Sie sind mittlerweile auf 11 geklettert. Gorsel hier. Gönn dir. Ich will diese ganzen Cities hier unten will ich nicht haben. Darf der sich gerne alle holen. Und ich renne mit der Armee dann mal hier Richtung Ehrengrad. Und Ehrengrad werde ich mir auch demnächst reinkonföderieren. So, die ist aktuell zur Bewachung hier, bis meine zweite Verteidigungsarmee wieder da ist. So. So, zack. Du gehst da rein. Haben wir noch Atamanen-Probleme? Irgendwo. Und ich kann auch einen neuen... Oh, weil ich den Laurelornwald habe, kann ich einen neuen Atamanen zuweisen. Okay, das eventuell behalte ich den Laurelornwald dann so... den Hexenwald dann sogar. So, was ist hier? 1700, 1200... kann ich nicht erkennen, wie viel es da ist. Ich warte mal mit dem Atamanen noch, weil ich werde mir das hier ja rein konföderieren. Genau, dass ich einen Atamanen nach Ehrengrad verpflanzen kann. Das bedeutet aber, ich werde den Laurelornwald behalten. Das heißt, öffentliche Ordnung... Antikorruption und noch mehr Antikorruption und noch mehr Antikorruption, dass wir das irgendwie gehalten kriegen. So, die verbotene Zitadelle kann auf Rang 5 geupgradet werden. Das ist auch schön. Da ist wieder irgend so ein Typ. Der jetzt wegfährt. So, die Verhängnisburg soll ein Platz zum Ausbilden von Leuten werden. Beziehungsweise, was ich erstmal machen sollte, wäre nach Kislev zu gehen.
14.000. Boah, das ist echt teuer, das Upgrade. So. Dann warte ich aber noch eine Runde. Und gönne mir hier Einkommenserhöhung. Okay, wie steht's mit Rissen? Nein, du kannst aber... Nee. Oder immer... So, jetzt. Weg mit dem Riss. Und dann rennst du zu dem Riss. Und danach rennt er hoch zu dem anderen Riss. Du machst den Riss zu. Schließen. So. Wisst ihr was? Ich lass dich den Riss da vorne schließen. Ich denke, das ist besser. Der macht den Riss zu und macht danach die beiden Risse, macht danach den und eventuell den Riss da unten auch noch zu. So. Okay, was muss ich noch machen? Ich sollte mit der Armee noch ein bisschen weiterlaufen. Ich muss den Typen da töten. Und du bist hier immer noch fleißig am Ausbilden, nehme ich an. Du könntest auch schon dir noch mehr holen. Wie zum Beispiel die zwei Groms hier. Dann hast du noch zwei Plätze frei. Ja, vier Plätze meine ich. Drei Plätze, wenn ich noch eine Eisjungfer für dich irgendwo herkriege. Ne, das wären dann drei Bären, die ich ihm geben würde. Nächste Runde kann ich das Gebäude ja upgraden. So, das heißt aber, ich schenke Reiklandler den Laurelornwald nicht. Ich behalte den dann. Bin ich mal gespannt, ob ich den stabilisiert kriege. Also ich meine, ich pumpe jetzt alles rein, was ich Antikorruption und öffentliche Ordnungstechnisch habe. Und das ist das Einzige, was ich machen kann. The Boca Palace's doors are open to you. Ja, ich... Eines Tages werde ich auch euch bei eurem Krieg helfen. So. Okay, Runde beendet. Das heißt, wir können wieder erstmal hier oben in den Seuchen, weiter in den Seuchen rumlatschen. Und den Typ killen. Heile ich meine Leute ein bisschen. Gehen Lagerstellung. Und laufen ein bisschen weiter. Okay. Dann kann ich mich einmal eine Runde heilen. Nach würde ich sagen, töte ich den Typen. Geh hier hin zum Bau des Madenfürsten. Danach gehen wir da oben hin. Ich meine, wir müssen, seien wir finden die Immunität vorher, aber ich gehe mal davon aus, dass die da ist, wo es angezeigt wird. Hier ist gerade einiges auf dem Weg zu mir. Leave me to my manipulations.
So. Seeking intrigues. Cloak yourselves immediately. Okay, du gehst da dich tarnen. Das hier hat eine Dreiermauer, also wird der Typ nicht wirklich was machen können. I order their death. Und du rennst weiter hinter dem Typen her. Alles wie es sein sollte. So, wie steht's um den Laurelornwald? Minus 18. Das könnte schwer werden. Da muss eventuell eine Armee hin. Ja, wisst ihr was? Ich lasse erstmal da noch die Armee stehen. Um da ein bisschen zu helfen. Der ist da beschäftigt. Du machst den Riss zu. So, wir müssten fast rissfrei sein. Wir haben noch... Es ist nur noch der da oben eigentlich. Und du wirst mal die restlichen Risse da schließen. Das hier bringt mir globale Rekrutierungs... Beziehungsweise Step 1 ist eigentlich, sollte ich in Kislev das hier auf Rang 5 bringen. Und danach mache ich globale Rekrutierungskapazität, den Markt und dann habe ich auch schon kein Geld mehr. Maiden of the Frost. So. Blizzard claimed them. Die hat sich nur durch Leute morden auf Rang 23 geballert. Der möchte ich nicht im Dunkeln über den Weg latschen. So, wie schlimm ist es hier jetzt gerade? Minus 2 nur noch, okay. Ich muss warten, bis die Gebäude fertig sind. Vorher kann ich nicht weg. So, okay. Reikland sollte sich hier unten ganz gut aufbauen können. Bröckwasser hier oben kann er sich auch noch holen, wenn er will. Der Wald ist meiner. Ich meine, das Holz kann ich gut brauchen. Okay. Karak Drak hat bald endlich seine Mauer. Okay, und wir müssen die... Und ich muss den bald Ehrengrad mir rein konföderieren. Eigentlich müsste ich das jetzt nächste Runde auch schon machen können. Ich meine, der Typ baut eh irgendwie keine Armeen. Der steht da nur noch rum und macht gar nichts. Irgendwer greift mich an. Muss mal hier meine Banner verteilen. Danke. Keine Ahnung. Mal was, ein Gegenangebot. Wie sieht das eigentlich aus mit Konföderieren? Okay, das sieht ziemlich gut aus mit Konföderieren. Kann ich jederzeit machen. Aber gut, ich meine, die machen eh nichts mehr. Alles niederbrennen, Korruption minus... Okay, nichts kann so geil sein wie... warte. Nee, alles niederbrennen. Noch mehr Antikorruption. Tempel von Heimkell wird belagert. Nö, wird er nicht. Weil es wieder eine von diesen bescheuerten Belagerungen ist. Wo der Typ nicht einschätzen kann, dass meine Armee gar nicht mal so schwach ist. So, und du gehst den Typen klatschen. Und mit etwas Glück hat sie die, hat sie genug Bewegungsreichweite,
um. Winter is our boy. Weiß nicht, reicht das? Ja, es reicht. Wow. Beide Armeen geklatscht. Nice. Okay, ich weiß nicht, wie sie es geschafft haben, nicht in meinen Hinterhalt reinzulaufen und sich trotzdem perfekt zu positionieren, dass ich sie killen kann. Respekt dafür. Aber die hat hier jetzt ziemlich gut gearbeitet. Ich komme aber aus der Soße nicht raus, ne? Nee. So. Wie geht's dir hier unten? Du brauchst eigentlich nur die Elementarbären, da musst du aber noch zwei Runden warten. Okay, dann würde ich sagen, kümmern wir uns als nächstes mal um... Ah, das war die Armee von da oben, die mich angegriffen hat. Interesting. Okay, dann sprinten wir jetzt, um den Typen zu töten. Entscheidender Sieg. Meine Einheiten leveln hier auch, wie blöde ist das Gute. Hol ich mir mehr Führerschaft. So. Und dann gehst du direkt noch auf Max Range. Weil nächste Runde renne ich hier unten hin, heile mich voll und dann renne ich nach oben. So. Hier müsste... Ja, Kontrolle. Es ist mir noch nicht sicher genug. Ich lasse die Armee noch eine Runde da. Der ist... arbeitet dran. Wisst ihr was? Ich konföderiere euch jetzt auch. So. Nördlicher Oberst. So. Jetzt habe ich natürlich wieder zwei Risse auf meinem Gebiet, klar. Aber Ehrengrad gehört jetzt uns. Was sehr geil ist. Was ist das für ein Gebäude? Verborgenes Amt Akshina. Ballert eine riesige Garnison auf jeden Fall da rein. Ich muss mal kurz gucken, was hat das... ja, bitte, den Frostturm will ich haben. Das will ich auch haben. Okay. Und den Markt würde ich auch noch gerne hier reinbauen. Das heißt, ich muss hier ein bisschen was... Oh, hier gibt es aber... Es gibt hier zu viele gute Gebäude bei dem Ding. Das hier kann weg. Das würde ich gerne behalten. Die Elementarbären würde ich gerne behalten. Das da kann auch noch weg. Ja, die drei Gebäude kann ich killen. Mehr ist nicht drin. Und ich würde gerne... ich kann keinen Helden hier rekrutieren. Kann ich hier einen Helden rekrutieren? Ja, ich kann mir hier einen Patriarchen holen. Okay, dass ich die Risse möglichst schnell geschlossen kriege. Weil ich jetzt nichts an Verteidigung habe. So. Du gehst da rein. Und du gehst 1200, 1600, 702, 1600, 1400. Dann gehst du hier oben noch mit rein. So, warte, aber ich habe noch 8 Samen.
Ja. Besser als das andere. Okay, haben wir wieder gut Atamanen verteilt. Das sollte uns auch einiges mehr an... Achso, hier kann ich meinen Dings ausbauen. Wie steht das überhaupt? Hat er hier in Middenheim vernünftig... Ah, er hat auf Stufe 4 schon mal geupgradet. Immerhin. Und ich hoffe... Ja, Altdorf hat er auch gut gebaut. Okay, das heißt, meine menschlichen Verbündeten hier... Alle drei wollen diese City da haben. So, da oben gammelt noch eine Armee rum. Ach, das ist die Armee. Nö, sag nicht, ich muss dem jetzt die ganze Zeit hinterherlaufen. So, du bleibst noch eine Runde hier. Und dann sollte ich anfangen, auf jeden Fall in Prag. Okay, in Prag kann ich nicht noch mehr machen. Kislev kann ich mir das noch holen. So, das hier kann ich jetzt auch langsam zur Festung ausbauen. Was kann hier noch rein? Antikorruption, Skavenunterstände. Ich glaube, das ist hier nicht mein Problem. Ja, Eiswachen, dass ich die hier auch ausbilden kann. Das ist das, worauf ich recht viel geskillt habe. So, die Verhängnisburg. Kriegt auch das Gebäude für die Eiswachen. Und dazu... Was gibt's gratis dazu? Er hat das Gebäude für die Bären, für die Chroms, für die Dinger. Es fehlen eigentlich nur noch hier die Zarenwachen. Und Verteidigung upgraden ist nie verkehrt. Jetzt haben wir hier einen Erlass verfügbar in Ehrengrad. Das ist plus 7 Einkommen. Noch ein Erlass verfügbar. Auch plus 7 Einkommen. Außenposten will ich nicht. So, wie steht das mit dem Riss da oben? Nächste Runde ist der Typ da, okay. In Höllengrube kann ich noch was bauen. Warum wird mir das nie angezeigt? So. Sollte ich mal dafür sorgen, dass ich bei dem Ding, allgemein sollte ich hier auf öffentliche Ordnung umschalten. Oder? Ach nee, derzeitig 85. Okay, nee, dann... Dann kann der auf Antikorruption bleiben, so wie er ist. Okay. Alles gemacht, alles gemacht. Irgendeiner meiner Typen rennt noch irgendwo hin. Warte, habe ich zwei, die zu dem Riff da unterwegs sind gerade? Habe ich die Übersicht verloren? Ich glaube ja. Und ich wüsste gerne, warum meine Kamera immer zu... Nein, ich will nicht gegen die Vampire kämpfen. Danke, nein, danke. Tempel von Heimkell wird schon wieder belagert. Jetzt mal ganz im Ernst, lass diesen Tempel in Ruhe. Oh, ich habe sogar eine Fraktion vernichtet damit. Glaube ich. Hey, Frostlande kann auch auf Stufe 4 geupgradet werden. Finally. Okay, irgendjemand muss sich um den Typen da unten kümmern. Du brauchst noch eine Runde, bis du dir deine Elementarbären holen kannst.
Oh, und hier ist eine Armee erschienen in dem Riss. Das ist nicht gut. Nein. Ich würde gerne... Komm, nein. Ich weiß, dass es geht. Ja, ich glaube, ich habe getroffen. So. Riss ist zu. Dann ballere ich mal hier Verschleiß bei feindlichen Armeen rein. Nicht, dass der Typ noch Spaß hat. Verstärkungen behindern, einfach nur der Armee möglichst auf den Sack gehen. Genau, du sollst das da schließen. Und die Armee muss ich jetzt wirklich auf den Weg machen nach Ehrengrad. Warte mal. Ach, das ist eine der Armeen, die ich mir reinkonföderiert habe. Ich war gerade kurz verwirrt. Ja, stell dich mal in Ehrengrad rein. So, Ehrengrad bekommt jetzt außerdem den Markt. Den Frostturm. Und das Gebäude für 9200 wirst du auch noch bekommen. Muss ein bisschen gucken. Ich habe jetzt wahrscheinlich noch irgendwo Leute stehen, die... Okay, erstmal kannst du den Typen töten. Das ist schon mal gut. Das heißt, hier oben ist Ruhe. Also Ruhe ist nicht, sondern da vorne kommt der nächste Typ, aber... Ihr wisst, was ich meine. So, du musst noch eine Runde warten. Wen skill ich hier? Ach, den Typen. Ja gut, der ist hier eh nur Deko. Ich hoffe, der Laurelornwald fängt sich. Ist jetzt minus 13. Minus 20 wegen Korruption. 6, 12. Ja, das ist alles ein bisschen problematisch. Ich könnte einen Atamanen da reinpflanzen für eine Zeit lang. Pflanz den mal darüber. Welt nicht bewegt. Ach ja, genau hier. Die hat jetzt schon ein paar Mal daran gescheitert, den Typen da zu töten. Es geht doch nicht. So, Moment. Habe ich Katharina überhaupt bewegt? Nee. Ich darf solche Sachen nicht planen. Weil sonst vergesse ich's. Das hätte mich jetzt sehr geärgert. So, alle beschädigten Einheiten wurden repariert. Ist auch eine sehr schöne Beschreibung. Okay, und ich renne jetzt mit ihr hier außen rum. Zum nächsten komischen Typen. Ah ja, und den Riss hier oben kann ich jetzt auch noch schließen. Das ist gut. Oder auch nicht. Okay, also wenn man das plant, kommt nicht der Dialog, dass ich das noch schließen darf. Das ist gut zu wissen. Was macht der hier oben die ganze Zeit? Raus, rein, raus, rein, raus, rein. Der weiß nicht, wo er hin will. Mein Stärkerang ist aber echt erschreckend im Vergleich zu allen anderen. Und nein, ich möchte nicht gegen die Vampire fighten. Irgendwann, wenn ich die Zeit dazu habe, vielleicht. Aber im Moment nicht.
So. Okay. Hallo? Ah, warte, Moment, das ist jemand, mit dem ich nicht im Krieg bin? Ist ja Wahnsinn, dass es sowas gibt. Wieso ist der Typ so schnell respawned? Das hat das Heilen quasi nichts gebracht. Ja, ich konnte mich ein bisschen, noch ein bisschen leveln. Was ich mal machen sollte, ist hier in meine Gegenstände zu gucken. Und mal zu gucken, was ich der so geben kann. Talisman. Warte, wo? Hier. Wie kann ich hier der Bewahrung? Rettungszauber plus 16. Rüstung plus 8, Zauberresistenz. Man kann ja auch so Sachen verschmelzen, hatte ich gesehen. Also ich kann hier zum Beispiel die ganzen Talismane auswählen. Kann ich die beiden verschmelzen. Und dann kann ich ja, ich habe nicht genug hier, um zwei Sachen zu verschmelzen. Obwohl doch, ich kann hier die beiden Rüstungen verschmelzen. Waffe erhalten, die Tauklinge. Ich will aber keine Waffe. Rüstung des Schicksals. Die ist besser. So, und ein Arcanes Artefakt brauchst du auch noch. So bestimmt auch irgendwas Besseres. So. Ich bin normalerweise immer wirklich zu faul. Ich frage mich immer noch. Ja, warum ist dein Reittier das Schlachtross? Kriegsbär, bitte. Das kann doch nicht angehen. So, aber ich denke für die Leute, weil die hier so viel durch die Gegend laufen, ist es vielleicht relativ praktisch, wenn ich denen die, wenn ich denen ein bisschen bessere Sachen gebe. Die zumindest alles ausgerüstet haben. Ich meine, guck mal hier, der Typ hat hier gar nichts. Hier, nimm die Rüstung. Nimm hier die Waffe. Ansonsten habe ich hier nichts. So, hier mal ein paar Sachen noch verschmelzen. Die beiden Waffen kann ich auch noch verschmelzen. Rüstung des was? Des eisernen Eises. Die gefällt mir sogar noch besser. So. Was ich aber wirklich bräuchte. Kann ich das hier nicht nach hier verschmelzbar? Nein. Kategorie. Ah, ich kann es nach Kategorien sortieren. Okay, das ist wesentlich besser, beziehungsweise erstmal ist, glaube ich, nach Seltenheit noch ganz gut, weil ich hier diese Eisenfluchkrone, ne, hier habe ich noch zwei
So ein Button, alles verschmelzen, was halt gerade nicht ausgerüstet ist. Das wäre praktisch. Dass ich hier nicht durchgehen muss, so, wo habe ich noch Doppelte? Zaubertes Objekt. Da hatte ich doch hier oben noch eins gesehen, oder? Nee, das war eine Rüstung hier. So, dann habe ich hier nämlich noch einen Talisman. So. Das Einzige, was ihm jetzt fehlt, ist ein verzaubertes Objekt. Energiespruchrolle. Ich habe keine Ahnung. Hier, nimm einfach. Das kann der alles nicht ausrüsten. Ups. Waffe, Rüstung. Ah, da habe ich scheinbar nichts. Egal. Muss reichen. Jetzt habe ich wenigstens ein bisschen mal was ausgerüstet. Muss noch 20 Dialoge überspringen. Du sollst nichts machen. So. Du. Setz dich auf die Fährte der Armee da oben. Du gehst das Ding da schließen. Du greifst bitte diese Armee an. Wie steht's um den Laurelornwald? Minus 3 nur noch. Wir arbeiten dran, uns da freizuarbeiten. Mir fällt aber gerade auch auf, zum einen, ich brauche diese Armee hier nicht mehr. Hier oben ist noch ein Riss. Den sollte ich vielleicht schließen. Das kann ich den Atamanen hier auch wieder abziehen. Weil jetzt werde ich ja eh die Armee erstmal da oben brauchen. I control the frost. Du musst Leute killen. Blizzard claim them. So. Immerhin, es werden da oben nie die Helden leer gehen. So, du schließt diesen Riss. Und dann könnt ihr beide gehen. So. Okay, dann sollte ich... Der riecht meine Armee nur und ist sofort über alle Berge. Dann gehst du mal da zum Tempel von Heimkell zurück. Und der da müsste jetzt seine Elementarbären sich holen können, ne? Ja. Eins, zwei, drei Elementarbären. Und warum kann ich immer noch keine weitere Eisjungfer mir holen? So, Eisjungfer Eis. Level 19. Ist das ihre Hauptanführerin gewesen? 1, 4, 1, scheint so zu sein. Okay, die chillen hier mit drei Leuten bei diesem einen. Ist da irgendjemand drin, oder? Ich weiß es nicht. So, ich hoffe, dass Reikland bald Blut leckt und hier oben angreifen geht. Da vorne kommt auch gerade schon wieder der Spaß in Tüten. Von dem da. Ich glaube, den wehre ich jetzt mal zuerst ab. Der sollte hier nicht so einfach durchkommen. Die schwarze Schlucht ist das Einzige, was hier nicht verteidigt ist. Und da kommt man nicht hin. Okay. Im
Im Prinzip brauche ich nur Geld für Ehrengrad. Ja, Einkommen aus allen Gebäuden plus 20%. Das Gebäude ist richtig geil. Weil ich habe hier den Hafen Stufe 5 drin. Es wird so viel Einkommen mir bringen. Kein Wunder, dass die da irgendwie nur mit einer Armee rumgerannt ist. Die hatte massive Geldprobleme und ich habe vergessen, dass ich diesen Riss hätte schließen können. Wups. Nein, der Tempel von Heimkell. Warum? Was wollt ihr? Ihr wollt, dass ich... Ich weiß nicht mal, wo der Gegner wäre. Weiß nicht, ist der auf der anderen Seite der Karte? Ist der bei mir? Gibt's den überhaupt? So. Bot Ostrock wird belagert. Ja, da müssten wir aber was gegen machen können. Wo ich auf jeden Fall was gegen machen sollte, ist gegen diesen Riss. So, damit wäre das Problem schon mal beseitigt. Du rennst... hier in die Nähe. Ich glaube, ich bin nicht nah genug dran, um die City zu unterstützen, ja. Aber auf einem guten Weg. Der kann weg. Und dann rasieren wir mal diesen Riss weg. So. Okay. Das müsste es dann jetzt eigentlich gewesen sein. Mit Rissen, oder? Ja. Wir sind rissfrei. Yay. So, jetzt muss Katharina natürlich noch ein bisschen Bewegung kriegen. Ist mal hier in Lagerstellung. Ich habe nur noch 8 Runden und ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich hätte diesen Umweg da unten nicht machen sollen. Held nicht bewegt. Naja, du bist hier immer noch beschäftigt. Fehlschlag. Wer bist du? Du bist der Patriarch in dieser Armee, okay. Dann hat irgendein Atamane Probleme. Welcher denn? Ah, der da. Fangen wir Rekrutierung. Minus Bau, Baukosten ist richtig gut. Hier direkt die Stufe 4er Festung reinbauen. Wollen ja nichts dem Zufall überlassen. Sister of Ice. Und du rennst dem Typen entgegen Richtung Tempel von Heimkell. Das Gute ist, dass ich jetzt so Stück für Stück auch meine menschlichen Armeen hier im Norden ein bisschen sehe. Das ist ganz gut, wenn die zwischendurch ein bisschen was abfangen können. Und Einkommen aus allen Gebäuden plus 10%. Wow. Ja, und ich glaube, das war's dann. Für diese Runde. Der Typ ist an meinem Dude vorbeigerannt, aber da müsste ich an ihn drankommen und ihn töten können nächste Runde. Ich möchte... Warum wollt... Wer ist das?
Ach so, das ist bei Ehrengrad. Guckt euch diese Garnison an. Ehrengrad zu erobern macht keinen Spaß. Oder Ehrengrad, glaube ich. So. Technologie erforscht. Okay, Step 1 ist, wir hauen den Typen da. Entscheidender Sieg. Heil meine Einheit ein bisschen. Und dann gehe ich direkt auf Vollspann in die Richtung. Wir müssen uns hier ein bisschen beeilen. So, Kommandant nicht bewegt. Weaver of the Frosts. For the Ice Court. So. Der Typ sieht so aus, als hätte er Bock auf Stress. Das kann er haben. Discretion must be employed. Du kannst den Typen töten. So, damit wird das Problem beseitigt. Okay, und dann gehst du mal da oben in die Richtung. We cannot hesitate. Make it colder. Okay. Eigentlich müsste ich jetzt im Süden gesichert sein, tatsächlich. Ich glaube, ich kann jetzt den Großteil meiner Truppen wirklich nach Norden verlagern. So, hier die Korruption fällt in unfassbarem Tempo. Ich bin Kislevs Tochter. Ich, 57, habe ich was Höheres als 57, 61. Suffer Winter's Bite. Erheblicher Erfolg, wieder einer weg. Only I may wield it. So, ich weiß, warum ihre Armee so teuer ist. Alles falsch geskillt. Kein Wunder, dass die fast verloren hat. Jedoch zwei Atamanen dabei. A triumph for the Ice Court. Wird alles dabei. Gebäudeverbesserung. Oh ja, das gibt gut Geld. Okay, aber ich sollte primär in Ehrengrad bauen. Vorzugsweise das Ding upgraden. Und mehr Heldenkapazität für Eisjungfer finde ich natürlich sehr, sehr sexy. Schädigtes Gebäude. Kann ich Tempel von Heimkill reparieren. Okay. Das sind auf jeden Fall ein paar gute Einkommen. Nein, ich will keinen Außenposten bauen. Ein paar gute Einkommensgebäude gewesen. So, du tötest Skabrand, der Ausgestoßene, wird jetzt komplett ausgestoßen, tschüss. Ich meine, dass sie es nicht lernen. Wie viele Armeen haben die jetzt schon hier rüber geschickt? Weiter nach Norden will ich mich nicht ausbreiten, weil dann bräuchte ich hier noch mehr Armeen. Weiß auch nicht, was der Typ hier will. Es ist mir alles ein Rätsel. So. Okay, dann bin ich für diese Runde fertig. Oh, und der Norgel-Typ ist... Ja, toll. The Motherland never falters. Och nö, jetzt haben sie ihn wieder abgerissen. Jetzt muss ich ihn wieder neu aufbauen.
Ja, ihr wollt immer noch, dass ich irgendwem den Krieg erkläre. Sobald die mir sagen, wo der Typ ist. So. Ist aber ganz praktisch, weil erstmal ist der jetzt weg. Ja, da kannst du so weit rennen, wie du willst. Du standst viel zu nah. Tschüss. Heil meine Armee ein bisschen. Und dann sagen wir dem Typen da vorne mal Hallo. Na, Bock von mir auf die Fresse zu kriegen? So, Gattarina. Läuft hier hin. So. Wurde geheilt. Zwei von vier, die nötig sind, Pfad. Zwei von vier, die nötig sind, hä? Gewinnt die folgende Schlacht. Okay, Herrenhaus des solchen Dudes. Jetzt muss ich... Das heißt, ich muss jetzt... nur noch dahin kommen. So, Armeen Garnison nicht bewegt. Das ist hier meine Laurelornwald Garnison. Aber mit denen müsste ich jetzt nach Ehrengrad laufen können. Mach hier noch meine Upgrades. So, der müsste sich selber halten. Der ist jetzt bei minus 3. Aber es sollte, die Korruption sollte in extremem Maße runtergehen. Vor allem, weil die Hütte der Nachtwache nächste Runde auch noch fertig ist. Und es können keine Chaosrisse mehr in der Region auftauchen. Also alles geil. So. Okay, ich glaube... Ja, das Einzige, was jetzt fehlt, ist er hier, aber ich kann leider nach wie vor keine weiteren Eisjungfern rekrutieren. Aber der rennt jetzt im Vollsprint nach da oben und schützt da oben meine Grenze. Ja, und jetzt muss ich so Stück für Stück mir... dann habe ich im Norden hier eine Armee stehen, hier eine Armee stehen. Hier ist ein relativ großes Stück ohne... Aber dann habe ich, im Bestfall stelle ich hier bei Winterfeuer oder so eine Armee hin. Der ist in Altar der Brut. Und dann sollte meine Grenze eigentlich geschützt sein. Und aus dem Süden sollte nichts mehr kommen. Weil da sind die Menschen und die beschützen mich von da. Und das ist der einzige Grund, wieso es dieses Bündnis gibt. Irgendwie den solchen Typen, den kann sie nicht töten. Hat schon einige Versuche gebraucht. So, die läuft dem anderen Dude entgegen. Ich muss deren Armee, die Armee von ihr muss ich auch irgendwann mal updaten. Wenn ich die Zeit dazu habe. The Boca Palace's doors are open to you. Ja, nein. Ich schicke da gleich Katharina hin und töte die Typen, nur damit ich endlich meine Ruhe habe. Okay, Fraktion erringt eine Seele. Slanesh-Dudes. Oh, das heißt, es gibt jetzt auch die ersten, die drei Seelen haben. Ich werde einmal länger brauchen, weil ich habe jetzt gleich nur zwei. Ich hoffe, ich verliere nicht, wenn ich nicht genug Seelen habe. Wieso ist dieser Typ direkt vor mir wieder gespawnt? Ich meine, es war nicht mehr genug Platz für ihn. So.
Egal, der ist weg. So, ich mach hier. Ich mach eine Runde noch Heilung, in der Hoffnung, dass ich in der nächsten Runde im Sprint dahin komme und das auslösen kann. Müsste ich ja eigentlich machbar sein. So, dann hätte ich auch die Seele da. It is my duty. Feel my power. Der Typ stirbt jetzt auch noch. Wo rennst du hin? Face the frog. Ich meine, ja, du hast Winter den Tempel kaputt gemacht, aber zu welchem Preis? Zu welchem Preis? Oh, ich hole mir das Geld. So, und dann hole ich mir den Tempel zurück. So. Das wieder rein. Die kann sogar einen Stufe 5er Hafen kriegen. Das ist halt wirklich krass. 4. So, und dann ich würde hier gerne auch ein bisschen was ausbilden können, zumindest. So, du bleibst da stehen, aber das ist richtig so. Der Typ sollte sich jetzt überlegen, ob er nicht vielleicht doch weggehen möchte. Du versuchst weiter den... Hey, erheblicher Erfolg sogar. Guck mal, ein Held nur noch da. Es wird ja langsam leer. Wie ist denn das passiert? So. Ja, hier unten ist Ruhe. Die Menschen haben noch... Hier ist noch irgend so eine komische Armee. Ich habe immer noch Schloss Drakenhof. Wobei das halt Schloss Drakenhof mit dieser Goldschmelze, die gibt halt echt viel Geld. Also eigentlich will ich Schloss Drakenhof auch nicht hergeben. Ich meine, ist ein bisschen Korruption hier, ja. Aber was will man machen? So. Ja, die Nörgelkorruption sorgt im Moment dafür, dass es da kein Wachstum gibt. So, Erlass verfügbar. Mach mal hier, ja, Anti-Seuchenverbreitung ist, glaube ich, sehr, sehr gut, weil hier der Seuchentyp ja sowieso die ganze Zeit vorbeiguckt. Ich hätte vielleicht gucken sollen, wie es dem Laurelornwald geht, ob der das ohne sie jetzt schafft. Müsste aber eigentlich... Da ist so viel Zeug drin. Aber ich bin wirklich ein bisschen... ich weiß nicht, was passiert, wenn wir nicht als erstes die Seele... nicht als erstes alle 4 Seelen haben. Ob wir dann automatisch verlieren oder nicht. My Pulks are at your service. Nein. Später. Nicht Zeit dafür habe. Großen Markt renovieren. Handelseinkommen plus 25. Bretonische Viertel renovieren. Ist was, Einkommen bringt mir mehr. So, Katharina. Holen wir uns eine Seele. 4 Runden. Es hat relativ lange gedauert. Da ist noch so ein kleiner Mini-Fitzel. Ah ja, nee. Braucht noch eine Runde länger. So, Tempel von Heimkel kriegt
instant sein Stufe 2er Upgrade. Eine Mauer kommt rein und das Gebäude hier. Weaver of the Frosts. Und kannst du dich hier irgendwo in den Hinterhalt stellen? The Blizzard. Kannst du. So. Ich will, dass der Typ hier rüberkommt. Dann kann er auch noch sterben. Okay. Und hier diese Verleiter von Slaanesh. Eventuell werde ich die angreifen müssen. Weil die jetzt 3 Seelen haben. Ich weiß nicht, wer hat. Hat noch jemand 3 Seelen? Nee, nur die. Das heißt, wenn ich die schwäche. Oder. Bessere Idee. Ich gehe als nächstes in den Riss rein, der dem Slaanesh-Typen noch fehlt. Wenn ich seine Armee sehe, dann hau ich sie. So. Der Typ wird ja auch maximal wenig Spaß haben. So, ich geb dem, sag mal, ich versteck den mal hier. Vielleicht bemerken sie es nicht. So. Noch ein Erfolg. Wäre mal cool. Ah, okay, da kommen aber die neuen Helden. Die nächsten Helden zum Killen. Stehen schon in Reihe. Nein, ich will keinen Außenposten bauen. Was mich aber interessieren würde, welchen Stärkerang hat Raikland denn mittlerweile? 11, immer noch. 11 mit 11 Siedlungen. Keine Ahnung. Was auch immer der da treibt. Und ich habe schon wieder vergessen zu gucken, wie es dem Laurelorenwald geht. Ob der sich denn hält oder nicht. Es wäre nämlich eigentlich ziemlich ärgerlich, wenn jetzt nach dem allem, was ich da reingebastelt habe, dann jetzt trotzdem noch eine Rebellion da stattfindet. What news do you bring to the Ice Throne? Sagt mir wenigstens, wo dieser Skave ist. Laura entdeckt. Stimmt, mit dem bin ich ja auch noch im Kampf, im Krieg. Okay, Step 1. Wir holen uns diese Seele jetzt endlich. Das ist lang genug gedauert. Heldenhafter Sieg. Ich krieg sogar noch Verstärkungen dazu. Oh, er aber. Oh, holy shit, er kriegt sogar sehr viele Verstärkungen dazu. Ich nehme das Geld. Danke sehr. Und wir kriegen eine Cutscene. Geil. Ursun is not dead. The bear still clings to life. Of course. God blood to break a curse. Too long. I was imprisoned in shadow. Finally, my flesh returns. Flesh to tear, little demon. When I am free, you will know the wrath of a god. The bonds of the forge are strong, and you grow weak. Our journey is not complete. The Lord of Shadows is a shadow no more. With his curse broken, he can pursue his burning desire to enact revenge and dominate the world. Aus welchem Grund? Weil er's kann. So. Holy hell. Ewiger Gestank. Das ist ja nicht das, was man hören will. So. Gut.
Eine weitere Seele ist sicher im Folianten des Schicksals gebunden. Es wäre weitaus leichter, wenn wir lediglich die Essenz eines beliebigen Dämons sammeln müssten. Doch eine wahre Seele entsteht nur aus sterblichen Ursprüngen. Genau deshalb müssen wir die Dämonenprinzen erschlagen, denn so niederträchtig ihre Seelen auch sein mögen, sie gehörten einst Sterblichen. Um diese große Aufgabe zu vollenden, müssen wir noch zwei dämonische Prinzlein erlegen. Ich arbeite dran. So. Katharina kann jetzt rennen. Und zwar, erstmal kann sie im Laurelornwald einen Zwischenstopp machen, tatsächlich, weil ich von ihr ja die Eigenschaften entfernen kann. Wo sehe ich die Eigenschaften überhaupt? Hat gar keinen schlechten, oder? Eigenschaften und Defekte. Alles irgendwie positiv. 10 Tonnen an Boni. Hat die nicht irgendeinen Malus bekommen? Warte, das stand doch hier. Hier, Eigenschaft erhalten, ewiger Gestank. Eigenschaft aus dem Reich des Chaos können entfernt werden, indem der betroffene Kanto in Provinz, Hauptstadt oder Siedlung mit Gebäuden der Schutzkette. Wurde das schon entfernt von ihr? Weil das ist nicht mehr hier, ne? Nee, wird hier nicht gelistet. Ich glaube, dann ist hier die Fähigkeit sogar schon losgeworden. Ja, das heißt, dann geht's doch auf nach Kislev. Du verfolgst den Typen. Wintertide's Child. Und du musst dir neue Opfer suchen. Blizzard claim them. So. Ja, den Gerlinger Zirkel zu upgraden ist eine famose Idee. Andere Frage wäre, der Typ steht da nur dumm rum und verbreitet Korruption. Da habe ich keinen Bock drauf. Stirb. Niemand steht einfach dumm bei mir rum und verbreitet Korruption. So. Okay, dann zurück zum Tempel gehen. Ich habe nicht den Bedarf, mich weiter auszubreiten in der Richtung. Und im Prinzip plus 12, ja, Korruption ist hier, sollte gesichert sein. Höher als Stufe 3 kann ich den auch nicht upgraden. Joa, das heißt, im Prinzip warten wir jetzt eigentlich nur auf die nächsten Risse. Können währenddessen noch ein bisschen weiter Economy ballern, Ehrengrad ausbauen. Müsste ich mir jetzt nicht mittlerweile eine neue Eisjungfer leisten können? Komm. Held, Eisjungfer. Immer noch nicht. Ist schon erstaunlich. So, dann kann ich aber die Runde beenden. Die können alle noch laufen. Ah ja, stimmt, die geht nach Ehrengrad um. Ich habe aber auch mittlerweile ein 8000er Einkommen. Das heißt, ich kann mir ein bisschen Armeemodernisierung wieder leisten. Und da oben ist ein
Gave am Party feiern. Eventuell muss ich dann da oben mal hingehen. Vielleicht ist es dann doch jetzt bald an der Zeit, mich um den Skaven zu kümmern. Ich weiß nicht, wer Clan Kritzgor ist. So. Okay. Und ich hatte gerade eine Idee, die ich nächste Folge dann direkt mal umsetzen werde. Und zwar, ich sage einfach meinen gesamten menschlichen Verbündeten, sie sollen die da oben angreifen. Ich selber erkläre ihr auch den Krieg, werde aber keine Truppen schicken. Sondern ich sitze hier beim Gerlinger Zirkel dann mit meiner Armee rum. Und guck mal, was passiert. Klingt doch eigentlich nach einer ganz famosen Idee, oder nicht? Wie dem auch sei, das ist auf jeden Fall ein Projekt fürs nächste Mal. Unser Reich ist schon ziemlich groß. Und so zwei kleinen Ausuferungen. Und vielleicht helfe ich den Typen endlich damit, diesen Vampir hier Platz zu machen, einfach damit sie Ruhe geben. Dann würde ich sagen, war es das für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.